wollte euch heute mal meine neue Taschenlampe zeigen. Und zwar die Nightcore MT10A. Das sollte eigentlich mein Weihnachtsgeschenk werden. Allerdings hat unsere Tochter das Geschenk gefunden, aufgerissen. Ja, und jetzt habe ich eben das Geschenk jetzt schon bekommen. Ich freue mich riesig. Ich finde die richtig klasse. Allerdings habe ich gesehen, dass es bisher von der noch gar kein Review oder Unboxing-Video auf Deutsch gibt. Und deswegen möchte ich sie euch gerne mal vorstellen. Ich habe die Taschenlampe schon ein paar Tage in Benutzung. Nichtsdestotrotz wollte ich euch trotzdem auch mal die Verpackung zeigen. Deswegen habe ich sie auch mal mitgebracht. Da haben wir sie. Ja, und natürlich war auch hier eine Bedienungsanleitung drin gewesen. Hier haben wir die Garantiekarte von Nightcore. Ja, und die beiden Sachen, darauf gehe ich später nochmal drauf ein. Jetzt erstmal vielleicht ein, zwei Sachen zur Taschenlampe selbst. Das gesamte Gehäuse der Taschenlampe besteht aus Aluminium. Mit einem 4500 Lithium-Ionen-Akku hat diese Taschenlampe eine maximale Leuchtkraft von 920 Lumen. Die maximale Leuchtweite beträgt 170 Meter. Weiter ist sie bis zu einer Höhe von 1,5 Meter sturzresistent und auch wasserdicht nach dem IPX8 Standard. Weiter wurden diese beiden Sachen noch mitgeliefert. Da habe ich hier eine kleine Tasche für die Taschenlampe. Kann ich hier natürlich auch reinmachen. Dadurch habe ich natürlich auch einen Fallschutz für die Lampe, aber ich kann damit auch die Lampe sehr gut transportieren. Hierüber kann ich die Lampe an einen Rucksack mit Molleschlaufen befestigen. Ich kann aber auch die Lampe hier durch diese Schlaufe ohne Probleme an einen Gürtel befestigen und ja, dann an mir tragen. Oder aber ich nutze hier oben diese Schlaufe mit einem Karabiner und kann sie überall hinhängen, wo ich eben halt möchte. Und zu guter Letzt wurde auch noch dieses kleine Tütchen mitgeliefert. Darin befinden sich zwei Ersatzlichtringe und auch noch ein Ersatzknopf und ein Armbändchen fürs Handgelenk, damit die Lampe einfach nicht so schnell runterfallen kann. Was auch noch in dieser Tüte drin war, was ich mir jetzt aber schon an die Taschenlampe selbst dran gemacht habe, das ist dieser Clip hier. Klar, damit kann man die Taschenlampe halt irgendwo befestigen, wenn man das möchte. Was ich aber auch noch ganz praktisch finde, man kann diesen Clip auch andersrum an die Lampe hängen. Und damit habe ich die Möglichkeit, die Taschenlampe auch an einen Käppi zu befestigen. Ganz einfach, wenn man mal eine Kopflampe braucht und keine zur Hand hat, kann man dann die Lampe auch als Kopflampe verwenden. Im Lieferumfang mit enthalten war eine AA-Batterie. Ich selbst habe aber schon einen Akku in die Taschenlampe getan. Ja, wie man hier sieht, hat die Lampe zwei LEDs. Hier drin in der Mitte die LED für das weiße Licht und darüber die LED für das rote Licht. Dadurch ist natürlich für das Rotlicht die LED nicht ganz so optimal, aber das reicht für den Rotlichtmodus völlig aus. Ja, hier hinten über den Knopf kann ich die Taschenlampe anschalten. Und hier vorne über diese beiden Knöpfe kann man die Helligkeit hoch oder eben runterstellen. Insgesamt hat diese Taschenlampe neben dem Rotlichtmodus 5 Stufen. Ich zeige euch einfach auch aber später auch ein paar Bilder in der Nacht. Da sieht man es einfach besser, die Intensität der unterschiedlichen Stufen. Was ich noch richtig klasse finde, ist, es ist auch nicht selbstverständlich, dass wenn man die Taschenlampe ausschaltet und wieder anschaltet, geht es in denselben Modus an, wie man sie eingestellt hatte. Das heißt, wenn man für sich eine angenehme Helligkeit gefunden hat, dann bleibt die Lampe in diesem Modus. Der Rotlichtmodus ist auch, finde ich, eine tolle Sache, wenn man dadurch einfach die Nachtsichtigkeit nicht verliert. Und wenn man jetzt wirklich mal im Stockdunkeln irgendwas nur suchen muss oder eben vielleicht mal kurz was auf der Karte schauen will, dann kann man eben das mit dem Rotlicht machen, ohne die Nachtsichtigkeit zu verlieren. Ja, wenn ich dann weiter runter drücke, dann komme ich auch schon wieder in den Blinkmodus. Was ich auch noch richtig toll finde, ist, dass man mit dieser Taschenlampe den Ladezustand des Akkus sehen kann. Wenn ich hier diese beiden Knöpfe drücke und den Knopf hier hinten im ausgeschalteten Zustand der Taschenlampe,
kann ich hier vorne mitzählen, wie oft das Licht blinkt. Und dann sehe ich, wie viel Akku ich überhaupt noch habe. Ich werde es mal kurz machen. Ich hoffe, es funktioniert und man erkennt es in der Taschenlampe, in der Kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also mein Akku hat 3,8 Volt noch. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man eine Tour plant und gar nicht weiß, wie viel Akku man überhaupt noch hat und ob man noch einen mitnehmen muss oder nicht. Ja, so kann man das dann halt gut sehen. War es auch schon wieder von meiner Seite gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.